gefallen und nichts, ne? Sie haben nur die Probleme mit der Atmung, okay. Was haben Sie denn genau gemacht, als es anfing? Ja, wir hatten so eine Sportveranstaltung. Was habt ihr, was für Sport denn? Das ist so von dem viktorianischen Zeitalter, so eine Tradition. Ja. Da haben wir mit einer Spitzhacke den Stein zerschlagen. Das war so ein bisschen anstrengend und auf einmal nicht mal weniger Luft bekommen. Okay. Ja. Gut, hatten Sie es vorher schon mal oder haben Sie länger Probleme mit der Atmung schon? Ja, aber das war jetzt vielleicht ein, zwei Mal. Aber okay, was heißt ja? Wie lange haben Sie schon Probleme mit der Atmung? Vielleicht ein Monat oder zwei. Okay. Aber tatsächlich auch nur. Aber jetzt wurde es noch mal richtig schlimm. Ja, aber auch nur, wenn ich mich so ein bisschen anstrenge. Haben Sie Asthma? Nein. Waren Sie dann beim Arzt damit? Nein, noch nicht. Okay, können Sie einmal nach vorne? Ich muss einmal die Lunge abhören. Wenn mir der RTW angekündigt wird mit einem jungen Patienten, der bei sportlicher Aktivität plötzlich Atemnot bekommen hat, denke ich als erstes eigentlich an einen Spontanpneumothorax. Das heißt, dass eine Lungenseite zusammenfällt. Das ist tatsächlich bei jungen Patienten das Häufigere, was passiert. Da waren wir hier aber komplett auf der falschen Fährte. Hallo, ich wollte jetzt einmal die Lunge abhören, ja? Danach können wir reden. Mein Freund, das? Ja, ja. Der Atemnot ist. Einfach zusammengeklappt. Einmal durch den offenen Mund tief ein- und ausatmen. Atemnot ist bei Patienten unabhängig vom Alter tatsächlich ein schwerwiegendes Alarmsymptom. Also da muss man schon handeln, da muss man abklären, woher das kommt. Je nachdem, wie stark die Atemnot das ist, kann das Ganze auch zu einem Notfall werden. Das dann ganz plötzlich. Okay. Und normal ja, weiteratmen. Das war bei einem Sportunfall und der ist dann einfach... Haben wir Temperatur? Macht sich nicht. Ach so, sehr gut. Was hat er denn jetzt genau? Also, das kann ich so jetzt noch nicht sagen, aber Sie haben auf jeden Fall, höre ich was in Ihrer Lunge, was da nicht hingehört, ja? Es rasselt ganz schön, das sollte eigentlich so nicht sein. Das heißt, wir messen Ihnen jetzt mal Temperatur. Hatten Sie Fieber in letzter Zeit? Nein. Okay. Was meint man denn, dass er was in der Lunge hat, was da nicht hingehört? Das könnte bestimmt Schwindsucht sein, oder? Nee. Also Tuberkulose ist eher selten bei uns. Unter Schwindsucht versteht man, sagt man heutzutage Tuberkulose. Das ist eine Erkrankung, die es in Deutschland oder in Europa fast gar nicht mehr gibt tatsächlich. Es ist sehr, sehr selten, dass wir das noch sehen. In früherer Zeit, da wo die jungen Herrschaften auch anscheinend ihr Rollenspiel gespielt haben, war das noch eine der häufigsten Todesursachen tatsächlich. Sie haben ein bisschen erhöhte Temperatur, aber es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich Gedanken machen würde. Ich habe mal eine ganz andere Frage. Was haben denn eure Outfits zu bedeuten? Ja, das ist ein Rollenspiel. Ja. Wir haben im viktorianischen Zeitalter haben wir gespielt und deswegen sind wir auch so gekleidet. Okay. Hat er eben schon erzählt. Dabei hat er irgendwie mit so einer Hacke auf Stein gehauen oder so. So habe ich das verstanden. Ja, mit. Und da wurde das so schlimm. Ja. Okay. Hier in Köln kommt es natürlich häufiger vor, dass wir Patienten haben, die verkleidet in die Notaufnahme kommen. Bei den drei jungen Leuten waren es natürlich sehr originelle Outfits, kann ich gar nicht anders sagen. Natürlich steht bei uns immer die Gesundheit des Patienten im Vordergrund. Und bei dem Herrn Schollen war die Gesundheit natürlich absolut akut gefährdet. Wir müssen einmal ein Bild machen, ja, von Brustkorb. Ich muss gucken, wie die Lunge aussieht, ein Röntgenbild. Okay. Ja. Rollstuhl, oder? Genau, um zu gucken, wie ihre Lunge aussieht, ob man da was sehen kann. Ne? Okay. Es kann natürlich sein, dass wenn Sie sich anstrengen, so junge Menschen wie Sie kriegen ab und zu einen Pneumothorax. Das heißt, dass eine Lunge zusammenfällt. Das glaube ich aber nicht. So hört sich das nicht an. Mhm. Okay, deswegen müssen wir jetzt mal gucken, ja, ob das nicht vielleicht doch eher was Entzündliches ist. Wenn Sie auch sagen, Sie haben doch seit 2 bis 3 Monaten schon ein bisschen Probleme mit der Luft. Ja. Deswegen machen wir jetzt mal ein Bild und dann gucken wir. Kann das denn auch sein, dass das vom Stress kommt? Haben Sie viel Stress? Nein, es geht. Also wirklich viel Stress habe ich jetzt. Nee, also wir studieren halt Literaturwissenschaft. Das ist zum einen das Studium und dann hast du noch 2 Jobs. Ja. 2 Jobs, was machen Sie denn? Also ich arbeite im Museum in der Öffentlichkeitsarbeit. Das macht mir auch mega viel Spaß und halt noch nebenbei so als Botenjunge in der Zeitungsredaktion. Aber nee. Du bist von morgens bis abends bist du die ganze Zeit weg. Ja. Stress kann viel auslösen, es macht auch anfälliger, es schwächt das Immunsystem. Bei so einem Patienten gehe ich aber nicht davon aus, dass es die Lunge angreift, jetzt primär. Da war mir schon klar, dass es irgendeine andere Ursache dafür geben muss. So, dann fahren wir mal einmal zum Röntgen. Alles klar. Sie können dann gleich hier vorne einmal Platz nehmen. Alles klar, danke. Oh, Mensch, Paul, was machst du für Sachen? Was machst du denn hier? Die Vicky, die hat mich angerufen. Sorry, das ist deine Mutter. Ich muss dir das doch sagen. Oh, nee. Paul, was ist denn los? Erzähl, wie geht's dir denn? Ist alles gut, ich habe nur so ein bisschen Atemnot. Ich habe schwer Luft bekommen. Wie ihr schon wieder ausseht? Hat das was mit eurem Studium, mit eurem Literaturstudium zu tun? Nein, wir hatten heute einfach wieder ein Rollenspiel. Wir wussten ja nicht, dass das passiert, dass er die Atemnot bekommt.
Das hatte aber nichts damit zu tun gehabt oder so. Aber das Studium ist einfach eine brotlose Kunst. Ihr könnt nicht so weitermachen. Ihr müsst doch irgendwann mal Geld verdienen. Das ist doch ganz wichtig. Macht doch besser eine richtig normale Lehre. Das ist was Normales. Als die Mutter des Patienten in die Notaufnahme kam, war sie natürlich total besorgt um das Wohl ihres Sohnes. Aber sie ließ auf eine Art auch direkt durchblicken, dass ihr die ganze Lebenssituation ihres Sohnes und die Studienwahl überhaupt nicht gefällt. Ja, und das sollte noch für einen großen Konflikt sorgen. Ich habe jetzt echt keine Kraft mit dir. Ich denke, es ist jetzt auch wichtiger, dass wir das mal jetzt alles kontrollieren, ja? Ja. Ich fahre ihn einmal zum Röntgen, Sie können ja auch hier Platz nehmen. Weder Mutter Marie noch Freundin Vicky wissen, unter welch hoher Belastung Paul wirklich steht und warum. Denn der Student verheimlicht die Stressursache aus gutem Grund. Als ihr Sohn nach einer Stunde noch nicht vom Röntgen zurück ist, wächst die Sorge der 46-Jährigen. Ja. Haben Sie irgendwas gehört von Paul, was er hat? Oder? Sie waren die Mutter, ich ne? Ich war die Mutter. Nee, habe ich noch gar nichts gehört. Also ich glaube, die Ärztin ist auch noch unterwegs. Deshalb kann ich Ihnen jetzt auch spontan gar keine Aussage dazu machen. Oh, Mensch, ich bin so aufgeregt. Ja, das glaube ich. Okay. Kann ich gut verstehen. Ja. Hm. Alles in Ordnung? Haben Sie Schmerzen? Sie hatten gerade so ein schmerzverzerrtes Gesicht. Ja, alles okay. Ich habe irgendwie so ein paar Blasen. Oh. Darf ich mal sehen? Ja. Autsch. Ja, wollen Sie mal gerade mit mir in Behandlungszimmer kommen? Dann schaue ich mir das mal genauer an. Ist das nötig? Das sieht schon nicht ganz harmlos aus. Ja, dann komme ich hier mit. Bei einer Blasenbildung sollte man auf gar keinen Fall die Blasen einfach selber aufstechen, denn das bildet dann eine Eintrittspforte für Keime. Und an dieser Stelle war es ja die Hand, die hätte sich sonst infizieren können. Wichtig ist, dass man stattdessen schaut, dass man die betroffene Stelle steril verbindet. Und nach kann das dann quasi trocknen und abheilen. Wie ist das passiert? Ja, also wir waren ja bei unserem Treffen da. Mhm. Und da haben wir diesen sportlichen Wettkampf gemacht, wo wir früher im viktorianischen Zeitalter war der Steieranbau sehr, sehr im Kommen. Mhm. Und deswegen dachten wir, wir passen uns so ein bisschen an dem Zeitalter an und machen so einen Themenbereich quasi, wo wir dann mit so Spitzhacken so einen großen Sandstein aufeinander da drauf eingeklopft haben. Ist das jetzt vom Hack gehalten? Genau, mit der Spitzhacke. Auf der Seite auch? Nee, auf der Seite nicht. Ich hatte halt keine Handschuhe dabei und hatte die halt dann nicht an. Okay. Dadurch sind die wahrscheinlich entstanden. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn man das mal abdeckt, steril. Okay. Das sollte, glaube ich, eher nicht offen bleiben. Ich hole da gerade was. Mhm. Oh. Ich sehe auch, Sie haben tatsächlich recht wenig Hornhaut da dran, ne? Ja, ich bin jetzt nicht so der Handwerker. Nee? Nee, also der Schreiberling. Nee? Ich habe eben gesehen, Sie haben da ein Buch, ne? Genau, ja, ich bin bei uns in der Gruppe so ein bisschen für die Dokumentation unserer Treffen verantwortlich und schreibe sehr viel und sehr gerne mit meinem schönen Füller. Und dann studieren Sie das Gleiche? Genau, ja, wir sind alle drei im gleichen Studiengang. Wir studieren Literaturwissenschaften. Mhm. Und interessant. Genau. Und was macht man dann später damit, wenn ich fragen darf? Ja, das fragen viele. man kann sehr viel machen. Zum Beispiel habe ich schon im Bereich PR oder Redaktion mal hospitieren können. Das, was mir jetzt bislang am meisten Spaß gemacht hat, war so im Bereich Werbetexting. Und da möchte ich auch später ganz gerne mal hingehen. Und ja, die erwartet man jetzt so gar nicht, finde ich. Nee, das erwarten viele nicht. Und, man würde ja eher so denken, das ist so, also ich kenne das nur, mein Bruder studiert Archäologie und dann verkauft man das ja ganz gerne mal so als brotlose Kunst. Man hört ja immer wieder, dass insbesondere Geisteswissenschaftler große Probleme haben, nach dem Studium einen Job zu finden. Da hat Herr Heitzer uns was anderes erzählt, denn er hatte tolle Ideen, was man alles mit dem Job machen kann, welche verschiedenen Bereiche. Und ich denke, wenn man da breit aufgestellt ist, hat man später auch tolle Chancen. Genau, ich habe mit den Kollegen gerade telefoniert, beziehungsweise die haben mich angerufen. Er kommt nicht mehr zu uns. Die haben den sofort auf Station verlegt. Das Röntgenbild sah nicht so gut aus. Oh, okay. Weiß die Mutter das schon? Weil die hat mich eben angesprochen. Ich muss gleich sowieso noch mal rüber, weil ich mit ihm noch mal sprechen wollte. Dann nehme ich die Mutter vielleicht auch direkt mit. Und okay. Das Röntgenthorax des Patienten brachte uns dann tatsächlich auf die richtige Spur. Allerdings fiel es nicht so aus, wie ich das erwartet hatte. Deswegen bestand hier noch Redebedarf. Und ich bin dann auch direkt noch mal zu dem Patienten gegangen mit der Mutter im Schlepptau, um das Ganze noch mal aufzuklären. Wie geht's Ihnen? Wieder ein bisschen besser. So. Ja, ich glaube, die Kollegen haben Ihnen das schon gesagt, ne? Weil Sie
kam ja nicht mehr zu uns zurück, sondern sofort hierhin. Ne? Ja, richtig. Genau, ich hatte mit der Mama eben nur kurz gesprochen. Okay. Wollte das jetzt noch mal besprechen. Ist es okay, wenn hier alle so dabei sind? Ja, ist in Ordnung. Ja. Also hier sind ihre Bilder von der Lunge, da erkennen sie jetzt wahrscheinlich nicht viel drauf. Ja, ne? Hatte ich ja vorhin schon gesehen. Genau, aber die sind halt auch einfach ausgedruckt immer ein bisschen schwierig. Es ist aber so, dass sie tatsächlich das, was sie haben, sehen wir nicht so häufig hier. Also doch eine Schwindsucht, ich wusste es. Nee, eine Schwindsucht, also Tuberkulose ist nicht, das sieht anders aus. Tatsächlich sieht man auch nicht oft, aber das sieht anders aus. Das, was Sie haben, sehen wir öfter als Tuberkulose. Zwar haben Sie eine Lungenentzündung, aber eine atypische. Also nicht so den Verlauf, den man eigentlich erwartet, mit Fieber, Abgeschlagenheit, sehr schlimmem Krankheitsgefühl. Okay. Und man muss auch sagen, dass die Infiltrate im Röntgen halt anders aussehen als bei einer typischen Pneumonie. Okay. Unter einer atypischen Lungenentzündung versteht man halt eine Lungenentzündung, die aber nicht typisch aussieht. Das heißt, die Patienten haben meist kein Fieber, sie haben kein Schwächegefühl, sie fühlen sich nicht unglaublich krank, was bei einer normalen Pneumonie so ist. Die Patienten fühlen sich schwer krank. Und dann kommt noch dazu, dass die Erreger meistens unterschiedlich sind und atypische Pneumonien häufiger ausgelöst werden durch Noxen, die von außen in die Lunge aufgenommen werden. Und typische Pneumonien eher bei älteren Patienten durch normale Infektionserreger ausgelöst werden. Ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, ob Sie irgendwie einen Infekt verschleppt haben, irgendjemand krank war in der Umgebung. Nee, Sie überhaupt haben nicht. Ja, keine Vorerkrankungen und ja. Nix, ne? Sonst irgendwie arbeiten Sie mit Tieren zusammen oder waren Sie mit denen in Kontakt oder sonst mit irgendwelchen Chemikalien, mit Gasen, mit irgendwas, was das auslösen könnte, dass Sie irgendwas eingeatmet haben, was die Lunge angreift? Also mit Tieren nicht, aber vielleicht, also mit Gasen, was meinen Sie damit? So Dämpfe ja, mit, vielleicht genau, auch? Genau, mit so Chemikalien, das kann das auch schon mal machen. Oder mit so Pulver, was eingeatmet werden kann. Ja. Was machen Sie denn jetzt raus mit der Sprache? Ja, ich wollte das eigentlich nicht erzählen. Also ich hat noch einen dritten Job tatsächlich. Oh Gott. Und nicht nur okay, die beiden. Ach Mann, ja, ich arbeite noch in einer Fabrik am Band und in einer Farbfabrik halt, ne? Ja, okay. Das hab ich immer prophezeit. Ich hab immer geredet. Ich wusste das ganz genau, dass du mit deinem Studium nicht weiter in deinem Leben kommst. Ich hätte mir gewünscht, dass du Arzt wirst, dass du irgendwas Großartiges studierst. Ich habe so viel Energie in dich gesteckt. Und jetzt arbeitest du am Fließband oder was machst du? Du weißt doch gar nicht, was das damit zu tun hat, warum ich das überhaupt mache. Ja, du liegst hier und hast eine Lungenentzündung. Das hat aber nichts mit meiner Zukunft zu tun, mit meinem Studium. Das ganz... Okay. Mann, ey. Das ist jetzt alles versaut. Ich wollte das eigentlich heute Abend Nachmittag machen. Was ist denn los? Was ist das? Ich bin ein bisschen nervös. Schau mal. Ich wollte eigentlich heute Nachmittag diesen Antrag machen. Aber ich kann jetzt nicht einfach drum rumreden. Ich habe die ganzen Jobs einfach nur dafür gemacht, dass ich dir diesen Ring kaufen kann. Weil es ja auch einfach unser Leben ist. Ja, aber... Wir sind viel zu jung dafür. Wie kommst du denn darauf? Wir sind jung, wir sind Mitte 20 gerade mal. Ja. Wir sind noch am Studieren, wir haben das Geld gar nicht. Da macht ihr mal keine Sorgen. Ich habe im Museum jetzt mit meinem Personalleiter gesprochen, der kam zu mir und der hat mir tatsächlich schon mal einen Vertrag geschickt. Er sagte, wenn ich das Studium schaffe, dann kann ich da auf jeden Fall eine Festanstellung bekommen. Unbefristet und richtig, richtig gut bezahlt. Okay. Da macht ihr mal echt keine Sorgen, wir kriegen das hin. Wir haben ja sonst auch mal auch alles hinbekommen. Hättest du mir das übersagen können mit dem dritten Job, ne? Ja. Vicky, willst du mich heiraten? Ja. Oh, das ist ja schön. Ach, Paul, jetzt bin ich ja ganz... Ich bin ja ganz gerührt. Komm mal her. Freut mich. Und ganz ehrlich, also... Im viktorianischen Zeitalter war es auch so. Wir sind eigentlich viel zu alt schon dafür. Teilweise mit 14 geratet. Herr Scheun behalten wir jetzt erstmal hier. Wir wollen noch Sputum von ihm gewinnen, um zu sehen, ob er Erreger hat und welche diese sind, damit wir diese auch gezielt therapieren können. Und dann sollte er sich relativ schnell verbessern. Solange er sich auch nicht erneut diesen Noxen aussetzt, gehe ich auch davon aus, dass es ausheilt und er keine Folgeschäden haben wird. Da bin ich jetzt aber wirklich froh, dass du so einen tollen Job hast. Da muss ich mich wirklich entschuldigen für die ganzen Boshaftigkeiten, die ich so losgelassen habe. Weil
Dann hast du ja doch alles richtig gemacht. Komm, lass dich auch mal drücken. Es freut einen immer, wenn alles so gut zusammenläuft. Dem Patienten geht schon etwas besser. Eine Hochzeit steht an. Er hat seine berufliche Bahn gesichert. Im Endeffekt alles gut. Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie werden glücklich mit Ihrem Job. Hauptsache, Sie machen, was Sie glücklich macht. Ja, danke schön. Paul konnte die Klinik nach 3 Tagen verlassen. 2 Wochen später war seine Lungenentzündung komplett ausgeheilt. Ohne die belastenden Nebenjobs konzentriert sich der Student jetzt voll auf seinen Abschluss, wobei seine Verlobte Vicky ihn liebevoll unterstützt.